Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich knall mal gerade hier ein bisschen Gas, Gras rein. Nicht Gas. Gras. beide Küche. Dann haben die zumindest das schon mal. Ja. Dann brauchen wir noch Stroh und Wasser. Stroh werden wir von Feld 2 bekommen. Der Helfer war gerade fertig, glaube ich, gell? Bin schon dabei. Ja, also, das ist schon mal sehr gut. Dass ich auch mal was tue, oder was? Ich komm. Jetzt lass die alten Kamellen mal ruhen. Was für alte Kamellen? Das mit dem Nichtsarbeiten. So, ich würde mal gerade noch eine Ladung Wasser hochfahren. Mhm. Der Raps ist geerntet, das ist gut, dann können wir den gleich wieder in die Dieselproduktion reinballern. Mach ich. Achso, mach muss man erst. Dich, mein Schützenwein. Dann mein was? Was? Mein guter Admin. Ich hatte da irgendwas anderes verstanden, aber nee. Ist okay. Das ist was anderes gehört. Dieselverkauf hatte ich platziert, da wollte ich mal nach dem Preis gucken. Warum wird er hier nicht angezeigt? Frag mich nicht. Schweinefutter haben wir schon 7000. Alter. Ist das mehr als diese? Schweinefutter? Muss ich gerade mal nachgucken. Aber weißt du, bei was der Schweinefutterpreis ist? Mhm. 5000 plus. Null. Ja, viel mehr. 7300 Schweinefutter und 814 Diesel. Oh, Alter, wir müssen das Schweinefutter verkaufen. Mach ich gleich. Also gerade wenn du den Raps drin hast, kannst du gleich das Schweinefutter wieder rausnehmen. Mhm. Oder willst du noch mit dem Preis warten? Bis noch mehr produziert ist. Steigen? Sagst du? Nee, steht. Es aber ist halt, wie lange steht das? Wie lange steht er und was macht er danach, klar. Ich lasse den drei schon mal hier stehen, dass ich den Raps erstmal da reinliefer. Jupp. Wieso heißt unser Hof? Ich muss aber kurz auf Toilette. So, jetzt gibt es nichts mehr zu meckern. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich in einem Drescher herfahren und das Stroh schon mal aufsammeln. Aber so weit sind wir noch nicht. So, was auf der Spielversion hier natürlich immer noch nicht drauf ist. Ich. Nee, ist die... dass das Multisilo für die Ballen funktioniert. Das geht ja leider immer noch nicht. Multisilo für Ballen? Ja, hier sind doch die Ballenlager drauf. Do you remember? Nö. Das ist aber komisch. Du weißt doch, wie es mit meinem Gehirn steht. Eigentlich gut, dachte ich. So, ich kaufe mal gerade noch einen... Ja. Ah, nee, oh Gott, jetzt dachte ich schon. Den. Soll ich den Kuhn... Nee, ich kaufe den anderen, den Kombi...
Plow Gold 4 Meter. Für 9,5. Hast du einen Kauf? Ja, einen Tiefenlocker. Bauen wir sowieso immer wieder. Ich hätte lieber einen Flug gekauft. Warum? Der kostet halt viel mehr. Na und? Hast du Geld? Ich hast nicht bemerkt, was ich gesagt habe. Ich spiele auf Realismus jetzt. Also wenn es nicht real wäre, gäbe es auch keinen Tiefenlocker. Ich probiere hier nur dich zu unterstützen. Ach so, warum soll ich beim Drescher den Vorgewende fahren? Hm? Hast du den Raps schon weggebracht? Ich bin an der Station. Ah, gut. Gerade mal schauen. Ja, es produziert echt mehr Schweinefutter als Diesel. Stroblage anschalten. Produziert echt mehr Schweinefutter als Diesel. Ja, Schweinefutter ist halt Abfallprodukt. Nach irgendeinem Gärprozess oder so. So verstehe ich. Nee, ich fahre das jetzt weg da, ne? Ja, ja, verkauf gleich. Aber wo ist die Frage, wo ich will? Ich hab's schon wieder vergessen. Bei der Reifeisen gab's 5000. Ach da. Nein, Aber wie gesagt, du könntest auch noch ein bisschen warten, bis noch mehr produziert ist. Nein. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Wer weiß, wie lange, wie hoch, wie tief der Preis dann sinkt. Willst du Geld oder willst du kein Geld? Ich will viel Geld. Deshalb würde ich ja, eher mehr Menge dann, zum hohen Preis dann verkaufen. Dann würde ich es jetzt machen. Dann würde ich jetzt machen, wenn du viel Geld willst. Dann machen sie. Aber mehr Menge zum hohen Preis ist halt noch mehr Geld. Ja, aber wer weiß, das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben. Hm. Vielleicht. Es gibt jetzt ein Villager named Family Meyer. Hä? Man kann die irgendwo noch verkaufen bei irgendwelchen Familien. Also Sachen. Ja, du meinst als Dings da, als Handelspunkt. Mhm. Wo denn? Ah. Wo ist was, was nehmen die an? Vieles. Gar nichts. Ah, ja, doch klar. Hier. Hackschnitzel, lol. Ja, auch die normalen Früchte. Nee, gar nicht wahr. Hackschnitzel und Kartoffeln, mehr nicht. Aber trotzdem, wo ist denn Schweinefutter jetzt? Und da. Eisen. Guck, jetzt sind schon wieder 1800 produziert. Ist doch schön. Ich muss eh zu fahren, weil ich in die falsche Richtung gefahren bin. Lol. Nice. Das wird mein neues Lieblingstool. Warum geht das jetzt nicht? Okay. Ich weiß nicht, ob die Dieselproduktion die Schweinemischfutterherstellung nutzlos macht. Ich glaube so ein bisschen.
Wie viel PS hat denn der Gator? Keine 20. 83. Das geht. Das geht, was ich vorhab. Bin mir sicher. Hoffe ich. Warte mal. Weil dann fangen die Kühe an zu produzieren. Nee, das wird nicht funktionieren. Doch. Hast du was gesagt? Nö. Ich war nur Brain-Up, deswegen. Was soll das denn? Hm? Moment, ich probiere gerade hier was einzustellen. Das wird kaum funktionieren. Doch, funktioniert. Die Frage ist nur, ob der die Hydraulik. Warum fährt er jetzt nicht mehr rückwärts? Lol, der kriegt das Fahrzeug nur noch von. Nee. Die Ding funktioniert nicht, die Zapfwelle. Schade. Menno. Ist einmal einen coolen Einfall. Coole Einfälle werden halt nicht belohnt. Dann musst du allein weiter pflügen. Muss gerade mal den Drescher abtanken. Oder du tankst ab. Nee, ich muss. Dann mach Platz. Fahren, fahren, fahren. Ach, du hast noch nicht verkauft. Ich dachte, du hättest schon verkauft. Ich habe noch ein bisschen aufgefüllt. Jo, ich weiß, dass der einen vollen Korntank hat. Aber der Tischer ist gerade mal weg mit dem Anhänger. Ach, der hat einen vollen Korntank. Ja, eben. Tank. Sag das doch. Ja, deshalb wollte ich ja, dass du abkoppelst, aber ich dachte, du wärst schon fertig. Wenn du nicht fertig bist, kannst du natürlich auch nicht abkoppeln. Kann ich schon. Einen Akkuliner kann ich auch gleich holen. Ich lade gerade ein bisschen Stroh ein, fahr das zu den Kühen. Hat der Typ Man hat nicht. einen großen hier. Ach. Dass die Milch anfängt zu produzieren. So, jetzt ist er voll. Das wiegt anscheinend, das ganze Gefährt wiegt anscheinend 2864 Kilo. Kilo. Hm? Wohl eher Tonnen. Nö. Also ne, 2000 Tonnen wäre ein bisschen viel, hast recht. Aber 2000 Tonnen ist auch ein bisschen mickrig. 2000 Kilo. Sind ja dann bloß 2 Tonnen. Kriegt man den hier ab? Ada. Ah, da. Eng hier. Oh, wir haben erntereife letzte Wachstumsphase, gell? Ich cheate mal und mach die Zeit auf 1. Voll der Cheater. Ja, bevor uns die ganze Ernte um die Ohren fliegt und unnötig Guck abstirbt. dir das mal an. 58.000 für 12.000. Heftig. Was kostet die Amazone? 200k, gell? 227 oder so. Keine Ahnung. Schau noch im Shop. Oh, mach ich gleich. Ich muss gerade Stroh zu den Kühnchen bringen.
Ey, wo ist sie denn? Ja, auf dem Rückweg. 224.000. Das wäre nice. Aber ich vermute mal, dass wir das nicht hinkriegen. Doch, wenn man die Gerste. Ah ne, wir haben keine Kartoffeln. Kurz mal eine Frage, wo stehen denn eigentlich die Anhänger? Wahrscheinlich auf dem Hof. Ja, nur wo auf dem Hof? Auf dem Hof, wie gesagt. Ah nein, ich weiß wo. Wo steht denn der Drescher momentan? Ja, auf dem Feld. Kommst du zum Abtanken? Ja. Okay, passt. Deshalb die Frage, wo der steht. Auf dem Feld. Ach da. Mittendrin. Da hinten steht der Kröger. Scheint ja immer gegenüber vom Hof. Bräuchten eigentlich noch einen kleinen Traktor. Der uns den Tiefenlocker zieht als Helfer. Brauchen wir nicht. Dann müssen wir es selber machen. Perfekt runtergefahren in der Innensicht. Perfekt in den Weg gefahren, würde ich sagen. Ich höre so ein Piepsen. Aber in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Warte mal, ich mache gerade noch einen Screenshot hier. Ciao. Tschüssi.